Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, Zuschauer und Diverse. Dieser YouTube-Kanal hier ist jetzt 11 Jahre alt. Guck mal, wie meine Videos damals am Anfang noch aussahen und wie ich noch aussah. Und wie kommen wir da hin? Das fragst du mich? Schwein gehabt. Ja, ne? 2022 habe ich hier bloß 11 Videos und 8 Shorts hochgeladen. Dieses Jahr habe ich ein bisschen was vorbereitet. Ich zeig's euch mal. Was ihr hier seht, sind 100 Folgen lustige Witze im Shorts-Format. Ab nächsten Mittwoch, dem 1. Februar, wird es ja also 100 Tage lang jeden Tag was zu lachen geben. Ich hoffe, ihr findet das cool, was ich da vorbereitet habe. Oh mein Gott, lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, bevor es cringe wird. Und für wen YouTube Shorts jetzt nicht unbedingt was ist, ich werde das Ganze auch in meinen Instagram Reels hochladen. Dort habe ich sogar noch 100 weitere Folgen im Classic-Format vorbereitet. Folgt mir hier auf dem i. Und für heute heißt es nochmal ganz altmodisch, lustige Witze in 3, 2, 1... Go. Buttermilch schmeckt aber auch irgendwie so, als wäre die Kuh damit noch nicht ganz fertig. Seitdem mein MFG unter den Mails für mich für mit furzenden Geräuschen steht, geht's mir auch irgendwie besser. Eine Stripperin zu daten ist wie Chips in der Kirche zu essen. Jeder schaut dich angewidert an, aber alle würden mit dir tauschen. Wenn du deine Tennisbälle in der Mitte durchschneidest, dann passen auch mehr davon in die Dose. Mein Stubenarrest damals hat mich heutzutage auf die Wartezeit von DHL vorbereitet. Kurzer Einwurf, kurze DHL-Story. Meine Straße, in der ich wohne, gibt es in Köln zweimal. Und wenn man bei DHL ein Päckchen an mich versteckt und nicht auf die Postleitzahl achtet, wird dieses Paket automatisch an die falsche Straße geschickt. Wie oft ich schon auf die andere Rheinseite 15 Kilometer fahren musste, um ein scheiß Paket abzuholen. Ich hasse es! Ach, meine Verletzungen sind halb so wild. Der Arzt meint, die Blutungen sind innen. Und da gehört das Blut ja auch hin. Ich warte noch auf den Moment, an dem Rechte merken, dass sie Unisex-Toiletten zu Hause haben. Altbauwohnungen sind gut, um ein paar coole Fotos für Instagram zu machen und absolut grauenhaft für alles andere. Leute aus Bayern kochen ein total köstliches Gericht und nennen es dann Pisshauser Schorsfleckerl. Kinox.to, das Netflix und Prime der 2000er. Um mein modebewusstes Date zu beeindrucken, trage ich das passende Unterhemd zu meinen Spider-Man-Socken. Ich wurde gestern sexuell belästigt. Die Polizei sucht immer noch nach dem Motiv. Mein Lieblingsort in Berlin ist der ICE in Richtung nicht mehr Berlin. Sie, du kannst die Maske im Auto auch abnehmen. Er, nicht solange da noch Jellybeans drin sind. So Kinder, ich mache jetzt mal ein paar Tage Gehirnferien. Heute vor genau 8 Jahren, 9 Monaten, 3 Wochen, 2 Tagen und 7 Stunden wurde ich von dir als nachtragend bezeichnet. Ich lasse beim Kacken immer die Tür offen, damit ich den Film weiterschauen kann. Mir egal, was die Leute im Flugzeug von mir denken. Der Januar ist aber auch echt der Montag unter den Monaten. Oder? Oder? Wenn man nackt ist und sich noch nackter fühlen will, dann zieht dabei mal Straßenschuhe an. Holy. Mein Neujahrsvorsatz lautet, mich nicht mehr so schnell von allem ablenken zu, oh, eine WhatsApp-Nachricht. 18 Grad Ende Dezember nimmt mir zumindest die Angst, mich jemals um meine Altersvorsorge kümmern zu müssen. Spaß mit Asiatinnen oder wie ich es nenne, Thai Fun. Ich werde ein Geschäft für Rollatoren eröffnen. Das sind richtige Selbstläufer, habe ich gehört. Vorteil von Schizophrenie, ich kann mit mir selber wichteln. Insta-Time! Halt dein Maul! Yay, ihr habt mir über Instagram Kommentare für dieses Video geschickt und die werde ich jetzt beantworten. Princess Aninas möchte wissen, ernst gemeinte Frage, glaubst du, Unterberg kann ablaufen? Ich bin jetzt kein Lebensmittelexperte, keine Ahnung, aber ich habe neulich einen 3 Jahre alten Unterberg getrunken und mir ist nicht schlechter geworden als sonst. El Toro S, altes russisches Sprichwort, hast du Frau mit Bart, kann sein ist Mann. Ich kenne auch ein altes Sprichwort. Wenn du einschläfst und Puppe die kratzt, kannst du aufwachen mit Finger, die stinkt. Dosenbier und Zärtlichkeit schreibt. Wenn man sich beim Sex nicht in die Augen schaut, gibt es dann 7 Jahre schlechtes Bier? Keine Ahnung, sehe ich aus, als ob ich Sex hätte? Kamira Sojane schreibt. Bin echt happy, dass es dir aktuell so gut geht. In Klammern siehe Draw My Year. Ja, vielen Dank. Ich kann mich gerade echt nicht beklagen. Ich habe letztes Jahr echt ein paar geile Entscheidungen getroffen. Und ich hoffe, es geht so weiter. Es ist gerade echt nice eigentlich so. Linchen Rudi möchte wissen, wann Gond-Vlog? Ja, neben diesem fetten Gond-Video, was ich letzten Sommer produziert habe, wird noch ein weiteres kleines Gond-Video mit 10 Minuten Länge folgen. Im September hat noch so eine Mini-GOND stattgefunden, wo wir 2 Tage waren und da waren noch irgendwie nur 300 Leute oder so. Aber ich habe ein kleines Video dazu gemacht, was ich jetzt erst irgendwie fertig bekommen habe. Es kommt am Sonntag. Hier ein Ausschnitt. So viel zu dieser Folge. Helft meinem Algorithmus mal wieder ein bisschen auf die Sprünge und gebt mir einen Daumen hoch. Schreibt mir doch auch mal einen Kommentar, ob ihr euch auf die 100 Folgen lustige Witze Shorts freut und was ihr darüber denkt. Haut raus, bis demnächst. Daumen hoch und like und abonnier, YouTuber.